Okay, ich muss die irgendwie austricksen, auf jeden Fall. Das dürfte mein Weg sein. Nein! 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 Nicht anders! Oh, komm! Dass man hier jede Aktion auch so ewig lange braucht, bis sie weitergeht. Da, Lüftungsgitter. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Okay. Dafür hat es jetzt echt gelohnt, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Ich will das immer irgendwie beschleunigen, aber das geht einfach nicht. Da war ja auch noch ein Weg, oder? Ja. Ach, das ist der Weg. Ich dachte, da wäre da seitlich eine Tür. Ich denke, das wäre respektlos. Ach, was? Was du dir wieder einbildest, Manny. Was du dir wieder einbildest. Kannst du ein Monster sehen? Ich denke, das wäre respektlos. Okay, keine Ahnung, was da unten ist, aber es bereitet mir definitiv Probleme. Ja, das tut es. Mir bereitet es auch Probleme, dass du immer den langen Weg laufen musst. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Wieso kann ich eigentlich mit Glottis nicht reden? Das verwirrt mich. Ich kann weder reden noch ihn irgendwie ansprechen oder irgendwas machen mit ihm. Okay, nicht picken. Das ist ein Brief. Du magst Briefe. Erinnerst du dich? Und jetzt? Wow, jetzt fehlt den Brief los. Habe ich schon. Nun, alles oder nichts. Los, Baby, für La Revolution. Hä? Okay. Au! Jetzt geht der den Brief. Einer von Hectors Boten mit einer Nachricht für mich? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemans. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass er mich erledigen will. Du wirst mein Versteck nie finden, Hector. Such dir einen anderen Floristen. Ach, Sienan. Sieh einer an. Ach, und jetzt ist Glottis weg. Ach, und da ist Glottis. Gib das her. Nicht so hoch. Hey, der Chrom, Vorsicht. Okay. Kann ich mit ihm reden. Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. Ich habe gesehen, wie Bowsley hier lang gerannt ist, aber wo steckt er nur? Das ist die Frage.
Bausley ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne etwas wirklich Hilfreiches. Und das wäre zum Beispiel? Diese Fernbedienung steuert die Federung der Knochenschleuder. Warte mal. Jetzt vielleicht. Ich probier's mal so. Ist da unten jemand? Monster? Schon wieder? Vielleicht kann ich ihn jetzt irgendwo hier ansprechen. Schlafe, mein Kanalmonster. Die riesigen, feuchteinflößenden Augen, mach zu. Kann mich jemand außer den Monstern hören? Mist. Hier nicht. Vielleicht woanders. Wir haben ja ein paar Punkte. Da zum Beispiel noch. Hallo da unten. Oh, schon gut. Schlaf weiter. Was immer du auch bist. Haben wir da jetzt noch irgendwas Interessantes hier drin? Irgendwelche Nachrichten? Nein, allerdings schicken sie dir immer noch den Dessous-Katalog zu. Außer Blumen nichts zu sehen. Diese Kamera zeigt nichts als Pflanzen. Scheint wohl noch einer von uns ins Gras gebissen. Hector, dein... Jetzt hör... Aber... Diese Kamera ist auch zersprossen. Das macht 3 Verluste für das ZVS in einer Nacht. Der Rest von ihm fängt schon an zu keimen. Okay, hier ist sonst nichts mehr, oder? Salvador, bitte melden. Salvador? Hey, Eva hat das Funkgerät ans Laufen bekommen. Einen Punkt hätten wir noch. Da können wir noch probieren. Das hat nicht geklappt. Salvador? Olivia? Oh nein. Ich muss einen Weg finden, wie ich dieses hübsche Gesicht unkenntlich mache, bevor ich auf die Straße gehe. Ja, dieses hübsche Gesicht. Das würde ja jeder erkennen sofort. Wenn der jetzt da rausgehen würde. Keine freie Minute. Hey, keine Autogramme. Hey, verschwinde, keine Autogramme. Die sind echt zu freundlich. Vielleicht das Bild? Vielleicht haben die wen gesehen? Hey, verschwinde, keine Autogramme. Vielleicht ein Händchen? Keine Autogramme. Sieht nicht so aus, als würde da irgendwas funktionieren. So, dann halt wieder zurück. Irgendwas muss da doch mit dem Wagen sein. Nicht gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Ist aber nett. So behandelt man doch keinen Agenten des ZVS. Wieso? Ich will ihn doch nur fragen, ob er ihn kennt. Bisschen Stickstoff vielleicht? Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Ein Händchen? Ich denke, das wäre respektlos. Halt doch die Fernsteuerung. Nicht so.
Ah, genau, da das unten. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzeln. Scheint, als hätte Bauls Leber seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Ich denke, das wäre respektlos. Kann ich das irgendwie aufnehmen? Vielleicht mit der Sense ein bisschen? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Jetzt haben wir eine coole Waffe. Eine Sense, um Tote umzubringen. Vielleicht mit dem Fläschchen. Es kann nicht mehr viel drin. Ah, komm! Es lieber für später auf. Viel mehr Items habe ich nicht. Mit der Hand will er nicht, mit dem Foto. So behandelt man doch keinen Agenten des ZVS. Kann ich nicht gebrauchen. Ja, und was tue ich denn damit? Vorsicht! Wenn ich das anfasse, schlage ich bestimmt Wurzeln. Scheint, als hätte Bauls Leber seiner Landung einen Kanister der Kompostmunition zerbrochen. Hoffentlich hat er sich nicht bekleckert. Und was soll ich damit tun? Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. Ja, das sagst du immer wieder, aber irgendwie glaube ich dir nicht. Hey! Nicht so! Hey! Der nicht so hoch! Hey! Der Chrom! Nicht so hoch! Hätte irgendwie mehr erwartet. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Aber irgendwie bewegt sich hey, da nichts. Der Chrom, Vorsicht! Man hat ja auch keine Spuren mit dem Mittel. Man kann es einfach nicht mitnehmen. Wow! Sinnvoll. Ich bin gerade etwas überfragt wieder mal. Das hat das Spiel öfter bei mir. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Diesen Effekt hat das Spiel oft. Warte mal kurz. Wieder mit dem Wagen da durchfahren durch das Labyrinth, aber. Das bringt anscheinend nicht viel. Sense reicht schon mal nicht aus. Bausli ist vermutlich in diesem Labyrinth verschwunden. Aber ich finde ihn nie ohne... ohne etwas wirklich Hilfreiches. Ja, okay. Gut. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. An der Stelle, wo ich jetzt wieder anfange rumzurätseln, ewig lang, würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Parts wieder, wo es dann schon langsam aufs Finale zugeht. Denn wenn ich richtig liege, ist das das finale Kapitel. Und hier wird es dann doch langsam etwas spannender. Und dann geht es dem Ende entgegen. Aber das sehen wir alles erst in den nächsten Folgen. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.